Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem zweiten Update meines Praktikums. Wenn du noch nicht den ersten Teil gesehen hast, also praktisch die erste Woche von meinem Praktikum oder erstmal wissen willst, wo bin ich überhaupt, was sind da für Adressaten, was sind da so die Aufgaben und Begebenheiten vor Ort, dann schau auch gerne mal in die Infobox, da habe ich dir diese zwei Videos verlinkt. Und für alle anderen, die praktisch schon auf dem neuesten Stand sind, kommt heute die Woche 2. Viel Spaß! Der Montag begann mit einer Gesamtteamsitzung. Das ist praktisch eine Versammlung von allen Mitgliedern im Haus und der Leitung, wo bestimmte interne Sachen besprochen werden, wie zum Beispiel die Jahreszahlen oder weitere Ziele im nächsten Halbjahr oder was es für Neuerungen gibt. Aber zum Beispiel werden dort auch neue Mitarbeiter vorgestellt. Und unter anderem wurde ich auch dem ganzen Haus vorgestellt. Ich wurde herzlich begrüßt und ich habe sogar eine kleine schöne Pflanze bekommen. Die steht jetzt auf meinem Schreibtisch und ich finde, sie schmückt die Stelle, die ich für sie rausgesucht habe, sehr, sehr gut. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass auch nochmal speziell an mich gedacht wurde als Praktikantin. Nach dieser Sitzung war ich wieder in meiner Gruppe gewesen und wir haben die Wochenanfangsbesprechung sozusagen durchgeführt. Es ist ja jetzt die letzte Woche mit dieser Gruppe. Nächste Woche kommt schon eine neue Gruppe und dieses Mal durfte ich das Protokoll führen. Naja, und dann wurde halt wieder besprochen, wie es den Einzelnen so geht, was die letzten Ziele für diese Woche sind. Und dann sind wir wieder übergegangen zum psychosozialen Unterricht. Da ging es dieses Mal um Arbeitstechniken und bestimmte Lerntypen. Und da haben wir so richtige Tests durchgeführt und zu jedem einzelnen Lerntypen wurde etwas gesagt. Und falls du dich auch für sowas wie Lerntypen interessierst, dann schau gerne mal in die Infobox. In meinem letzten Video habe ich ebenfalls über Lerntypen gesprochen und wie man herausfinden kann, zu welchem Lerntyp man gehört und wie man dadurch besser lernen kann. Also schau einfach in die Infobox, ich verlinke dir das. Am Nachmittag haben wir dann Vorabschlussgespräche durchgeführt. Das sind praktisch Gespräche, also Einzelgespräche nochmal mit den Klienten, wo nochmal offene Fragen geklärt werden zu den richtigen Abschlussgesprächen, wo dann auch die Kostenträger dabei sein werden. Und es werden die Ergebnisse und Empfehlungen schon mal präsentiert, damit halt der Adressat oder beziehungsweise der Klient nochmal die Möglichkeit hat, darüber ins Gespräch zu kommen und eventuell noch irgendwelche Dinge abzuklären. Bei diesen Gesprächen ist mir beispielsweise auch aufgefallen, dass ich lernen muss, mich besser abzugrenzen. Ich kann einer Person nur helfen, wenn sie auch ihrer Mitwirkungspflicht nachkommt. Und aktuell neige ich, glaube ich, noch dazu, die Arbeit, die eigentlich der Klient machen soll für seine eigenen Erkenntnisse und so, dass ich dazu neige, diese auch einfach mitzumachen, weil ich auch halt eine hohe Leistungsbereitschaft habe. Aber das ist in diesem Fall nicht richtig. Wir können halt nur den Leuten helfen, die sich auch helfen lassen wollen. Wenn jemand mit seinem eigenen Trott, sage ich mal, gerade so zufrieden ist, wie es eben gerade läuft, ja, dann kann ich mir ein Bein ausreißen und werde trotzdem nichts daran ändern können. Und da muss ich dann einfach lernen, mich zurückzuhalten und mir dafür auch keine Vorwürfe zu machen, dass ich mich dann zum Beispiel dafür entscheide, nicht mehr Energie in diese Person hineinzustecken. Der Dienstag war vollgestopft mit vielen Kleinigkeiten und ging relativ schnell vorbei. Wir waren sehr viel im Haus unterwegs. Ich folge ja praktisch meiner Anleiterin auf Schritt und Tritt und sie hat nun mal eine höhere und auch verwaltendere Position. Das heißt, sie ist allgemein sehr viel im Haus unterwegs, muss Absprachen treffen oder irgendwelche organisatorischen Dinge klären und damit waren wir eigentlich den ganzen Vormittag beschäftigt gewesen. Am Nachmittag haben wir uns dann auch wieder um organisatorische Dinge gekümmert und haben die Unterlagen vorbereitet für die neue Gruppe, die dann nächste Woche da sein wird. Und dann habe ich noch recherchiert für einen Bericht und das war eigentlich schon der Tag. Also er ging, wie ihr wahrscheinlich auch schon jetzt an meiner Erzählweise gemerkt habt, relativ schnell vorbei. Am Mittwoch fanden die Abschlussgespräche mit allen Beteiligten statt. Das war sehr, sehr spannend gewesen und ich bin wirklich dankbar, dass ich dabei sein durfte, weil man nochmal ganz neue Sichtweisen bekommt, auch von den anderen Positionen, sag ich mal. Aber natürlich sind diese Gespräche auch sehr stressig, weil man natürlich nicht nur sich, sondern auch die Einrichtungen an sich nach außen präsentiert und da muss man sich eben nochmal ein bisschen schicker und gewählter anziehen und aufpassen, wie man sich hinsetzt und wie man sich verhält und alles. Das hat mich ziemlich unter Druck gesetzt, obwohl die ja eigentlich alle ganz nett waren und auch an meiner Person zum Beispiel interessiert waren und in Pausen zwischendurch immer mal wieder Fragen gestellt haben, was ich dann so mache und wie ich mir meine berufliche Zukunft so vorstelle. Aber vielleicht ist das auch so ein Berufsding, dass das Jobcenter beispielsweise daran interessiert ist, wie es bei mir weitergeht.
Nach den Gesprächen bin ich wie letzte Woche dann auch schon in die andere Gruppe mit den Menschen mit Autismus gewechselt. Und dieses Mal haben wir ein KPL, nonverbale Kommunikation, besprochen. Und ratet mal, was die Praktikantin machen durfte. Die durfte alle Emotionen vorzeigen. Das war mir ein bisschen unangenehm und ich brauchte auch so meine paar Minuten, um reinzukommen. Aber eigentlich war es dann doch sehr spaßig und lustig gewesen. In diesem Praktikum lerne ich echt viel, mich zu überwinden. Und ich merke halt, dass es meistens gar nicht so schlimm ist und dass diese Angst oder diese Furcht, dass irgendwas Schlimmes passieren kann, eigentlich immer nur im Kopf drin ist. Dieses Mal war die Gruppe allerdings irgendwie sehr schwerfällig, sehr unmotiviert und müde und war auch nicht so wirklich bereit mitzuarbeiten. Und um ehrlich zu sein, hat es mir dieses Mal gar nicht dort so gut gefallen wie beim letzten Mal. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne, ich sag jetzt mal, Energie verbreitet und anderen Leuten gerne etwas mitteilt. Aber wenn dann keiner zuhört und man irgendwie das Gefühl hat, man ist selber überflüssig, weil die Hälfte eigentlich im Unterricht schläft, und du selbst auch mit dir vom Spiegel das besprechen könntest, ohne dass es... Naja, es entsteht einfach keine Interaktion und das gefällt mir nicht so wirklich. Am Donnerstag fanden dann weitere Abschlussgespräche statt. Dieses Mal war der Fall für mich eine Herausforderung gewesen, aber richtig nervös wurde ich erst, als die Agentur für Arbeit mir einen eigenen Sprechanteil einräumte. Denn ich bekam die Aufgabe, dem Klienten anhand meiner eigenen beruflichen Erfahrungen schonend beizubringen, dass seine näheren Zukunftsmöglichkeiten begrenzt sind und dass seine beruflichen Vorstellungen selbst sehr utopisch sind und einfach überhaupt nicht realisierbar sind. Ich würde euch da gerne wirklich mehr zu erzählen, weil es ein wirklich spannender Fall war. Allerdings darf ich das nicht wegen dem Datenschutz. Dennoch fand ich, dass meine eigenen Aussagen sehr souverän und ehrlich waren. Ich hatte einen roten Faden gehabt beim Sprechen, aber ich war halt auch gleichzeitig sehr wertschätzend gewesen. Natürlich war ich für den Klienten ab diesem Moment das Böse in Person. Die Person hat sich bei mir nicht mehr gemeldet und ich habe auch die nächsten Tage gemerkt, dass die Person mich jetzt eigentlich richtig mies findet. Das habe ich so an der Mimik und Gestik deutlich herauslesen können. Aber ich bin auch nicht da, um mich mit den Klienten anzufreunden. Ich bin da, um diesen Personen zu helfen, um ihnen eine Orientierung zu geben. Und zu einer Orientierung zählt es nun mal auch nicht nur zu sagen, wenn du Astronaut werden willst, dann go for it, sondern zu sagen, okay, es ist vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn du Astronaut werden willst, aber nicht mal einen Schulabschluss hast. Natürlich ist alles möglich, aber wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben in unserer Arbeit und in unseren Empfehlungen. Von daher kann es halt auch immer wieder passieren, dass ich der Überbringer negativer Nachrichten sein muss. Nach diesem anstrengenden Gespräch habe ich mich dann erstmal ein bisschen zurückgenommen und habe erstmal den Kopf ausgeschaltet und mich um unsere Büropflanzen gekümmert, die erstmal gegossen, die ganzen vertrockneten Blätter abgemacht und bin dann auch im Haus auf die Jagd gegangen nach neuen Pflanzen, denn in manchen Bereichen stehen super viele Pflanzen und wir haben irgendwie nur diese alten vertrockneten Pflanzen im Büro und das war der Leitung auch sehr recht gewesen, dass ich mich mal darum kümmere, denn im Alltag geht das halt oft unter und ich finde aber auch, Pflanzen machen den Raum irgendwie lebendiger und natürlicher und auch angenehmer. Von daher war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das einfach mal gemacht habe. Danach stand bei uns im Team die Frage im Raum, wer den nächsten Online-Unterricht nächste Woche machen soll, denn da fällt irgendwie eine Mitarbeiterin aus. Und jetzt war die Frage gewesen, wer könnte das übernehmen? Und als ich das Thema gehört habe, habe ich gesagt, jo, das mache ich. Und ja, jetzt werde ich nächste Woche den Online-Unterricht moderieren und unterrichten. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich denke, ich kriege das hin, 2 Stunden zu sprechen über Zeitmanagement und Zeitstrukturierung im Alltag. Also das ist ja wohl mal voll mein Thema. Das könnte ich wahrscheinlich auch aus dem Stegreif unterrichten. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Natürlich muss ich mich vorbereiten, aber ich freue mich mega darauf, einfach dieses Wissen mir selbst noch mal so ein bisschen mehr anzueignen, aber auch anderen davon zu erzählen. Damit ich in etwa einen Plan habe, wie das funktioniert mit dem Online-Unterricht, habe ich mich auch gleich in den derzeitigen Online-Unterricht als stille Zuschauerin eingeloggt und habe mir ein paar Notizen geschrieben. Und dort ging es zum einen dieses Mal um Selbstfürsorge, was für mich auch ein sehr wichtiges Thema ist und was man nicht vernachlässigen sollte im Alltag. Und ja, dann war der Tag geschafft.
Am Freitag war ja der letzte Tag unserer Gruppe gewesen und ich habe gemeinsam mit der Gruppe den Vormittag in der Ergotherapie verbracht, denn ich finde, man kommt viel leichter ins Gespräch mit den Klienten, wenn man gerade irgendwas macht, als wenn man im Unterricht vor ihnen sitzt und dann alle vor allen sprechen müssen. Und ich habe mich selber wieder ein bisschen handwerklich erprobt. Ich glaube so langsam, das Handwerk ist nichts für mich. Ich habe kein Talent dazu. Ich kriege es hin, einen Schrank alleine aufzubauen. Aber so gewisse kleinere feinmotorische Dinge, das ist nicht so meins. Ich habe dennoch versucht, etwas zustande zu kriegen, aber ich bin noch nicht fertig. Vielleicht, ich denke, nächste Woche wird das auch nichts werden, da haben wir andere Dinge zu tun, aber vielleicht in Woche 4 kann ich euch dann mal das fertige Ergebnis zeigen. Ja, und die Klienten haben auch noch ihre eigenen Abschlussprojekte vorgestellt. Es waren teilweise Vorträge, teilweise haben welche was gebaut oder gebastelt, sage ich mal, oder sich irgendwie anders engagiert. Und es war sehr interessant, es gab mir auch nochmal ein paar eigene Impulse. Und man hat die Klienten halt auch nochmal irgendwie anders kennengelernt, auch wenn es eigentlich schon fast schade ist, dass es der letzte Tag war. Und am Nachmittag hatten wir dann im Kreise der Sozialpädagogen noch die Abschlussrunde gehabt. Da konnte jeder nochmal Feedback geben, wie er die Maßnahme so fand, wie er uns persönlich so fand, was man eigentlich verbessern könnte oder was überhaupt nicht so wirklich gut war. Und wir haben dieses Feedback alles dankend angenommen. Ich habe wieder Protokoll geschrieben. Und am Ende hatten auch nochmal die Teilnehmer die Möglichkeit gehabt, sich als Gruppe praktisch zu reflektieren und jedem nochmal ein nettes Wort mit auf den Weg zu geben. Jeder Teilnehmer hatte praktisch einen Zettel gehabt, wo drauf stand, mach mehr, mach weniger oder behalte bei. Und die anderen durften dann halt ihre eigenen Gedanken zu dieser Person auf diesen Zettel schreiben. Ich habe spaßhalber mal mitgemacht. Sowas haben wir auch in der Erzieherausbildung gemacht. Das war mir damals mega unangenehm gewesen. Aber dieses Mal dachte ich mir, hey, was sollen die schon zu mir sagen? Die kennen mich ja jetzt auch nur 2 Wochen und sollte ich wirklich negatives Feedback bekommen, dann kann ich daraus lernen und das für die nächste Gruppe besser machen. Auf meinem Zettel stand jetzt nicht allzu viel, es war nichts Negatives dabei, was ich ein bisschen schade fand, weil ich war wirklich eigentlich gewollt, mich zu verbessern im beruflichen Dasein. Aber naja, das, was drauf stand, da war ich sehr glücklich darüber, es waren sehr nette Worte gewesen. Aber das hat mich halt auch nochmal ein bisschen bestätigt, dass ich so allmählich meine eigene Rolle oder beziehungsweise meine eigene Position in der sozialen Arbeit finde. Und ja, dann haben wir uns alle voneinander verabschiedet. Es war tatsächlich ein bisschen tränenreicher, als ich dachte, aber es war sehr schön gewesen. Und ich freue mich auch auf die nächste Woche mit der neuen Gruppe. Das wird sicherlich wieder sehr spannend werden. Und ich hoffe, du hast genauso Bock darauf wie ich. Falls ja, dann schau gerne nächste Woche Sonntag wieder vorbei. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.